SPD-Fraktion. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Gäste auf der Tribüne. Ja, Herr Schäffler, Sie haben ja zwischendurch gar nicht so schlecht geredet, aber Sie haben dann wirklich zum Schluss mit einer Unwahrheit aufgehört. Und es ist einfach nicht zutreffend, dass die Sozialdemokratie die Fusion von der Commerzbank und der Deutschen Bank betreibt. Aber ich will zum Thema reden. Am Dienstagabend um 22.15 Uhr, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Dienstagabend um 22.15 Uhr erreichte uns der Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel Targetforderungen unabhängig vom Fortbestand des Euros sichern. Ein provokanter Titel, der uns dazu geleitet wurde, zu einer sehr unkollegialen Zeit, nämlich nicht einmal zwei Tage bis zu der heutigen Rede. Das scheint eine von vielen Retourkutschen zu sein, vielleicht für die nicht gewählte Bundestagsvizepräsidentin aus Ihren Reihen. Wie haben Sie unmittelbar nach der gescheiterten Wahl es selber formuliert? Und jetzt zitiere ich ausnahmsweise mal die AfD. Sie haben gesagt, falls unsere Kandidatin nicht durchkommt, wollen wir die Arbeit des Bundestages systematisch behindern. Damit wollen wir das Ansehen des Bundestages nachhaltig beschädigen und das Vertrauen in unsere Demokratie erschüttern. Das ist ein wörtliches Zitat. Das ist ein wörtliches Zitat von Ihnen. Da muss man sich doch zu Recht fragen. Und das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie bitte die Frau Kollegin Steffen ausreden lassen. Wenn Sie was zu sagen haben, können Sie ja vielleicht eine Kurzintervention anmelden. Liebe Frau Kollegin. Ja. Da muss man sich doch zu Recht fragen. Und das fragt sich übrigens die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in ihrer aktuellen Ausgabe auch. Und diese Zeitung hat, weiß Gott, nicht den Ruf, wie Sie immer so schön sagen, eine rot-links versiffte Zeitung zu sein. Die FAS sagt dazu, wie wichtig ist Ihnen von der AfD das Vertrauen in die Demokratie, wenn Sie es bewusst beschädigen? Nun, mit dem späten Antrag war es nicht getan. Nein, als der Antrag dann endlich auf meinem Schreibtisch lag, musste ich feststellen, dass er in wesentlichen Teilen, und zwar in der kompletten Forderung, exakt dem Antrag entsprach, den Sie vor 6 Monaten eingebracht haben. Ich will das einmal kurz zeigen. Alles, was hier markiert ist, ist die Forderung von Ihnen. Und die ist exakt gleich. Exakt zwei gleiche Anträge. Wir haben das damals abgelehnt, völlig zu Recht. Und jetzt müssen wir uns wieder mit diesem Thema beschäftigen. Ich kann es Ihnen nur sagen, Ihr Antrag wird durch die Wiederholung nicht besser. Und weil das Prinzip der Wiederholung zwar in der Pädagogik anerkannt ist, manchmal hilft es ja, wenn man das nochmal und nochmal sagt, hätte ich meine Rede vom 28.09.2018 nochmal halten können. Aber ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass Wiederholungen in Ihre Richtung dazu führen, dass Sie Ihre Meinung ändern. Und deshalb will ich mich an diesem Kasperltheater einer Endlosschleife zum Thema Tage 2 gar nicht weiter beteiligen und will die verbleibende Zeit dazu nutzen, den Euro zu loben. Denn das ist ja das, was Sie eigentlich wollen. Eigentlich wollen Sie nur eins. Sie wollen den Euro und Europa an den Pranger stellen. Dabei ist der Euro ein Erfolgsmodell. 20 Jahre Euro sind ein Grund zum Feiern. Der Euro ist ein Integrations- und Friedensprojekt. Die Mehrheit der Europäerinnen und Europäer kann sich ein Leben ohne den Euro gar nicht mehr vorstellen. Da oben auf der Tribüne sitzen jede Menge Schülerinnen und Schüler. Die kennen alle gar nicht mehr die Zeiten von D-Mark, Drachme, Lire und was wir sonst noch alles so hatten. Also, wir haben ein Integrationsprojekt verwirklicht. Der Euro ist aber auch ein wirtschaftliches Erfolgsprojekt. Genau der Euro hat nämlich zu mehr Handel, mehr Investitionen und mehr Stabilität geführt. Und dazu hat übrigens das Target-2-System sehr zu beigetragen. Ich habe schon mal zum Antrag geredet, in meiner Rede vom 28. September 2018. Lesen Sie nach, was ich dazu gesagt habe. Gerade Deutschland profitiert mit seinen globalen Interessen von einem starken Euro. Und Deutschland übernimmt durch den Euro nicht zu viele Risiken, auch nicht durch das Target-2-System. Eine Währungsunion ist übrigens eben keine reine Transferunion.
Herr Schäffler, wie Sie das vorhin gesagt haben, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen eine Versicherungsunion. Alle Länder stehen füreinander ein und mögliche Verluste werden geteilt. Das ist die Idee. Solidarität. Aber davon haben Sie hier ganz rechts überhaupt keine Ahnung. Das Target-System funktioniert gut und ist eben extrem wichtig für den Binnenmarkt. Mehr Handel, vereinfachte Zahlungstransfers, mehr Investitionen. Der Euro trägt auch keine Schuld für falsche Kreditentscheidungen in Europa und für die Finanzkrise, sondern das sind die jeweils handelnden Akteure. Und deshalb, was wir noch brauchen zur Vollendung des Projektes Euro und Europa, ist nicht weniger, sondern mehr Euro, ist nicht weniger, sondern mehr Binnenmarkt, vor allem aber eine funktionierende Bankenhaftung und eine Bankenunion. Wir von der SPD-Fraktion und unser Finanzminister Scholz wollen alles dafür tun, damit das Projekt Euro und Europa weiter vorangebracht werden kann. Und an Sie von der AfD-Fraktion geht mein Appell, und vielleicht hilft es ja mal was, hören Sie auf, unsere wertvolle Zeit mit unnötigen und vor allem alten Anträgen aus der Mottenkiste hier uns die Zeit zu stehlen. Wir werden Ihren Antrag dahin zurückbefördern, wo er hingehört, nämlich in die Mottenkiste. Und ich werde mich persönlich dafür einsetzen, wenn wir über Parlamentsreform reden, werde ich mich im GO-Ausschuss wirklich persönlich dafür einsetzen, dass wir zukünftig nicht immer wieder die gleichen Anträge diskutieren müssen. Wir haben unsere Zeit mit wertvolleren Dingen zu tun. Vielen Dank, Frau Kollegin Steffen. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Bernd Baumann von der AfD-Fraktion.